Vielen herzlichen Dank. Ist ein bisschen schade, ich hoffe, Tom versteht was auf Deutsch, weil das sich ziemlich gut zusammenfügt, was ihr gerade von Tom gehört habt und was ich euch jetzt versuche darzustellen. Der Deckel, unter dem wir uns hier befinden, ist die Digitalisierung. Und ich möchte, bevor wir einsteigen, euch die Frage stellen, was ist eigentlich Digitalisierung? Was stellt ihr euch vor, wenn ihr über Digitalisierung sprecht? Ihr geht immerhin auf eine Konferenz, die das Thema hat. Und ich glaube, es geht am Ende darum, ich löse das gleich auf, auch wenn man nicht so gut Deutsch spricht, ist es in zwei Bildern zu sehen. Es geht darum, dass man Frisbee spielen lernt und nicht Hula Hoop. Um es etwas herzuleiten, Digitalisierung heißt, im richtigen Zugteil zu sitzen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch mal zum Flughafen in München gefahren ist mit dem Zug. Das funktioniert hier in München so, wir haben einen Flughafen, der irgendwie zu dieser Stadt dazugehört, der ist aber relativ weit weg. Das bedeutet, man fährt sehr lange mit der S-Bahn, wenn man mit der S1 fährt. Und in Neufahren wird der Zug geteilt. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, da passiert Folgendes. Man sieht sehr, sehr hektische Touristengesichter, weil es eine Durchsage im Zug gibt, die lautet, der Zug wird jetzt geteilt, der vordere Zugteil fährt nach Freising, wo amerikanische Touristen immer denken, das sei irgendeine Sportart oder so. Der hintere fährt zum Flughafen. Und dann kommt der Satz und wird auch auf Englisch wiederholt, wenn Sie im falschen Zugteil sitzen, steigen Sie bitte jetzt um. Das ist analoges Denken des 20. Jahrhunderts, denn der Einzige, der wirklich weiß, ob er der vordere oder der hintere Zugteil ist, ist der Zugteil. Das heißt, der Zugteil könnte mir einfach sagen, I'm going to Freising, keine Angst, ist keine Tätigkeit, sondern ein Ort und du willst da nicht hin, also steig jetzt bitte um. In Hamburg funktioniert es so, dass auch eine S1 genau diese Durchsagen macht. Und wenn ihr verstehen wollt, was Digitalisierung für die Gesellschaft bedeutet, dann ist es exakt diese Szene. Segmentierung von Öffentlichkeiten heißt nichts anderes, als dass eine Botschaft beim Empfänger geformt werden kann. Die Tatsache, wo ich in einem Zugteil sitze, hat Einfluss darauf, welche Botschaft ich bekomme. 20. Jahrhundert war die Idee von Durchsagen im Autoradio, wo überall Stau ist. Das interessiert euch überhaupt nicht, weil da fahrt ihr nie mehr hin heute. Ihr wollt einfach nur noch nach Hause, aber ihr bekommt jedes Mal die Information für Münchner, am Ende der Autobahn A96 ist immer Stau. Es wird auch immer durchgesagt. Es wäre vielleicht viel interessanter, das mal umzudrehen. Das ist aber das Prinzip, wir müssen eine Durchschnittsbotschaft an alle bringen. Ich habe mein Buch geschrieben, das heißt das Ende des Durchschnitts und das ist die Idee von Digitalisierung. Wenn wir über Digitalisierung sprechen und wenn wir über eine Haltung sprechen, wie wir Digitalisierung gestalten wollen, dann müssen wir diese Perspektive einnehmen. Everything that can be, software will be. Und wenn ihr mit einer Frage heute hier nach Hause geht, dann fragt euch, wie eure Branche in 5 Jahren als Software aussieht. Wie euer singulärer Job in 5 Jahren als Software aussieht. Und macht nicht den Fehler zu glauben, ihr habt aber doch so tolle Lenkräder oder so eine tolle Karosserie, weil dann seid ihr in 5 Jahren da, wo die Automobilindustrie jetzt ist. Die hat nämlich auch jahrelang gedacht, der Wert eines Automobils sei das Automobil. Der ganze Dieselskandal ist am Ende nichts anderes als ein Software-Skandal. Es geht nur um Software. Unsere Gesellschaft wird zu Software und die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, wie beeinflusst das eure Arbeit? Der große Fehler, den viele Leute machen, jetzt kommen wir zum Hula-Hoop-Spielen, ist, dass sie in Firmen arbeiten, da fehlt jetzt das Wort Buzzword, in denen das hier passiert. Kann man das sehen? Das kennt ihr bestimmt. Das junge Mädchen hier vorne ist der Chef. Der CEO, der Meinung ist, ihr geht jetzt auch mal auf eine Konferenz und jetzt macht ihr agiles Arbeiten. Dann stellt ihr jemanden ein, das ist der Mann dahinter, das ist der CDO. Der kümmert sich darum, dass jetzt agiles Arbeiten im Team gemacht wird und dann spielen wir zusammen Digitalisierung. Ihr kennt dieses Prinzip. Ihr kennt dieses Prinzip vielleicht von eurer eigenen Arbeit, ihr kennt es vielleicht aus anderen Zusammenhängen. Am Ende ändert sich für die Person vorne faktisch nichts. Und das, was Digitalisierung ausmacht, tut sie auch nicht, weil sie eigentlich gar nichts dazulernen will. Ich glaube, dass es eine Haltung gibt, einen Ratgeber gibt, der euch helfen kann, nicht in diese Falle zu laufen. Dieser Ratgeber ist dieses Symbol hier, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Das ist der Shruggy. Der Shruggy ist ein in der Mitte, das ist aus dem japanischen Katakana-Alphabet entlehnt. Das ist ein Emotikon.
Und ich habe den Schwaggy zum Titelhelden des Buches gemacht, das gerade angesprochen wurde. Das heißt das Pragmatismusprinzip. Sascha Lobo hat es mal die vielleicht erste Emoji-Philosophie genannt, weil ich damit versucht habe, eine Haltung zu beschreiben, die man so das Default-Internet-Feeling nennen könnte. Also wie ist es, im Digitalen zu sein? Ich glaube, das ist so wie der Schwaggy. Der Schwaggy ist deswegen toll, weil er etwas vereint, was, das ist nicht nur Quatsch in diesem Buch, sondern es sind zwei ältere Herren da dran, als sozusagen Großväter zitiert. Das eine ist Karl Popper, den ihr vielleicht kennt, als Begründer des kritischen Rationalismus. Auf der anderen Seite ist William James, zu dem kommen wir ganz am Ende nochmal. Der hat den philosophischen Pragmatismus begründet. Das ist ein Forscher aus Harvard gewesen, ist eine relativ interessante Persönlichkeit, eigenes Thema. Weil ihr bestimmt wissen wollt, was der Schwaggy euch sozusagen mitgeben will, habe ich euch zusammengefasst, was die These des Vortrags ist. Die These dessen, was der Schwaggy euch sagen will, ist: Überforderung ist kein Problem, sondern der Default-Modus unserer Zeit. Menschen, die der Meinung sind, sie sind nicht überfordert, leben nicht in der Gegenwart. Die Grundhaltung ist, wir müssen rausfinden, dass wir damit umgehen müssen. Oder um es in Internetsprache zu sagen, deal with it. Und Christoph Kuglik, Chefredakteur von Geo, der das wahnsinnig tolle Buch Die singuläre Gesellschaft geschrieben hat, hat dafür ein tolles Wort geprägt, das heißt Überforderungsbewältigungskompetenz. This is a typical German phrase, isn't it? Also wir können ganz tolle, lange Worte machen. Ich würde sagen, es ist der Schwaggy. Das Wort Überforderungsbewältigungskompetenz heißt, lerne mit der Überforderung umzugehen, versuche nicht eine einfache Antwort zu finden, um dann zu sagen, so ist doch alles wieder gut. Nein, es ist nicht gut. Lerne damit umzugehen, dass es nicht gut ist. Lerne damit umzugehen, dass die Grundbedingungen nicht einfach sind. Lerne damit umzugehen, dass es kompliziert ist. Dass immer auch das Gegenteil richtig sein könnte. Das steckt im Schwaggy. Wolf Lotter hat ein Buch geschrieben, das heißt Innovation, das kann ich euch sehr empfehlen. Und in dem geht es, das ist leider ein bisschen verpixelt, das Bild, aber ihr könnt hoffentlich erkennen, da steht Bessere Zukunft. Das ist ein Straßenschild aus dem Münchner Westen, da gibt es eine Siedlung, die heißt Bessere Zukunft. Und die Grundhaltung, die da man in diesem Straßenschild wiederentdecken kann, ist das, was Wolf Lotter in diesem Buch geschrieben hat, die Fähigkeit, so wie sie ist, die Welt so wie sie ist, zu verbessern und vieles in ihr neu zu erfinden, ist eine zentrale kulturelle Leistung, vielleicht die wichtigste von allen. Innovation ist der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser wird, der Beweis, dass Zukunft existiert. Und wenn ihr auf so eine Konferenz geht, dann geht ihr ja dahin, weil ihr glaubt, dass ihr danach vielleicht irgendwas besser machen könnt. Euer Referenzrahmen ist nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Und das, was wir gerade über Framing gelernt haben, über Perspektiven, über aus welcher Seite schaut man auf etwas, das kann man auch für das, was der Schwaggy euch mitgeben will, zusammenfassen. Das hier ist im Münchner Nymphenburger Schloss eine architektonische Erfindung des 19. Jahrhunderts. Kennt das jemand? Das ist das HH. Charles Bridgman war ein Gartenbauarchitekt des 19. Jahrhunderts, der hat unter anderem in Versailles den Schlosspark gebaut, aber auch in München, den Nymphenburger Schlosspark. Und die Besitzer wollten damals einen Schutz für ihr Schloss, aber sie wollten trotzdem weit rausgucken. So, das ist so eine Aufgabe, ihr kennt das, ein Kunde will von euch irgendein tolles Projekt und der will keine Mauer, aber trotzdem den Schutz von der Mauer. Und Charles Bridgman ist auf die perfekte Idee gekommen, die ich jedem empfehlen würde, der innovatives Denken lernen will, das Gegenteil gemacht. Er hat einfach eine Mauer im Boden versenkt. Hier an dieser Kante geht es 3 Meter nach unten. Man kann bis zu dieser Kante gehen, da hinten ist der Weg. Auf diesen Weg kommt man aber von hier nicht, weil da es 3 Meter nach unten geht. Man nennt es einen Wolfsgraben oder eben, weil man an dieser Stelle nicht mehr weiterkommt, ein HH. Das HH ist das perfekte Symbol für einen Perspektivwechsel, den man eingehen muss. Ihr müsst nicht alle eure Wahrheiten, alle eure Grundperspektiven über den Haufen werfen, aber zumindest den Verdacht zulassen, dass das Gegenteil richtig sein könnte. Diesen Perspektivwechsel, zu dem möchte der Schwaggy euch einladen. Man kann das schön illustrieren an diesem Bild, das ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Das ist sozusagen die klassische TV-Diskussion im deutschen Fernsehen. Zwei Männer diskutieren miteinander und haben 1,5 Stunden lang gemeinsam Recht und beweisen, dass der andere Unrecht hat. Das sind Diskussionen, die ihr vielleicht auch aus eurer Firma kennt. Da gibt es diese doofe Abteilung, die immer der anderen Meinung ist und von der ihr schon vorher wisst, wenn ihr mit eurem guten Vorschlag kommt, dass sie den ablehnen. So geht Gesellschaft nicht vorwärts. So kann man Status quo zementieren, indem man einfach nur sagt, ich habe Recht. Recht haben an sich ist keine Fähigkeit. Die Fähigkeit, die man eigentlich lernen müsste, hat Hans-Georg Gadamer mal so beschrieben. Bildung ist die Fähigkeit, Dinge aus der Perspektive eines anderen zu betrachten. Könnt ihr euch ja mal überlegen, wann ihr das das letzte Mal gemacht habt, mit der doofen Abteilung oder mit irgendjemand, den ihr richtig blöd findet. Weil der ist ja blöd, weil ihr nicht blöd seid, ne? Sonst wäre der ja nicht blöd.
Man kann das ziemlich weiterspinnen. Es gibt ein schönes Zitat in dieser Rede, die Angela Merkel in Harvard gehalten hat. Ich überspringe das mal, könnt ihr euch im Netz angucken. Ist so ein bisschen absurd, weil die nichts mit der Tagespolitik von Angela Merkel zu tun hat. Da geht es genau darum, dass man lernt, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich möchte euch jetzt fragen, wer sind denn eigentlich die anderen? Das ist eine Grafik von der Süddeutschen Zeitung nach der Europawahl in diesem Jahr. Das sind 30% derjenigen, die das erste Mal gewählt haben, haben die Grünen gewählt. Und die anderen dahinter sind nicht die sonstigen, sondern es sind die vermeintlich etablierten Parteien. Es gibt eine Perspektive auf Gesellschaft, die ganz klar davon geprägt ist, dass es einen Generationenkonflikt gibt. Freitags gehen Menschen auf die Straße, weil sie der Meinung sind, dass das, was wir ihnen hinterlassen, nicht gut funktioniert. Weil sie der Meinung sind, dass wir zu sehr damit beschäftigt sind, uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen und nicht ein positives Zukunftsbild zu entwerfen. Und was ich damit sagen will, ist, dieser Perspektivwechsel trifft auch jeden von uns, jeden in diesem Raum hier. Illustriert hat es mal Douglas Adams in einem großartigen Text, den einige von euch vielleicht schon kennen. Der heißt How to Stop Worrying and Learn to Love the Internet. Man hat so das Gefühl, den hätte jemand letzte Woche veröffentlicht. Der kommt aber aus dem Jahr 1997. Und es geht um die Grundfrage, wie kriegt man es hin, mit Neuem irgendwie konstruktiv umzugehen. Und Douglas Adams hat in diesem Text ganz am Anfang einen Dreischritt formuliert, den ich sehr erstaunlich finde. Und er sagt, alle Sachen, die technologisch erfunden wurden in der Menschheitsgeschichte, wurden in diesem Dreischritt wahrgenommen und bewertet. Alles, was da ist, wenn man geboren wird, gilt als normal. Dass hier Leute mit so Kameras rumlaufen und uns filmen, finden wir irgendwie normal. Ja? Menschheitsgeschichtlich hatten die noch vor 50 Jahren mich wahrscheinlich gemalt, während ich mit euch geredet hätte. Die filmen jetzt, man kann das sozusagen vielleicht auch live sehen, aufzeichnen, ihr könnt euch das auf kleinen Geräten angucken, finden wir alles völlig normal. Ich verrate euch ein Geheimnis, ist nicht normal. Wir finden das aber so. Unsere Default-Einstellung ist, dass wir denken, so sei es. Von Napoleon gibt es einen schönen Satz, der hat angeblich mal gesagt, wenn ihr einen Menschen kennenlernen wollt, schaut euch die Welt an, wie sie war, als er 20 war. Weil das ist sozusagen das, wo man sich so einrastet und sagt, so, das ist die Welt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, mit dem Alter ist auch so eine Frage, weil Douglas Adams sagt, alles, was erfunden wird, bis man etwa 30 ist, also alle, die hier im Raum sind, gilt als Chance und als Joboption. Da will man rein, man will in so eine Digitalagentur, da will man arbeiten, man möchte Virtual Reality machen, man möchte Augmented Reality machen, Webdesign, coole Sachen nach vorne entwickeln. Das ist total spannend. So, und jetzt kommt die spannende Phase, von der Douglas Adams sagt, dass sie historisch immer schon da war, wenn Menschen mit was Neuem konfrontiert waren. Als die Eisenbahn erfunden wurde, als das Automobil erfunden wurde, das Telefon. Alles, was auf die Welt kommt, nachdem wir uns gesellschaftlich gesettelt haben, gilt als Angriff auf die natürliche Ordnung der Dinge und als Beweis für den Niedergang der Kultur. Ihr könnt euch das an euch selber überprüfen, dass ihr alle Dinge, die nach euch kommen, irgendwie für komisch haltet. Dass ihr denkt, dass die Menschen, die nach euch die Schule abgeschlossen habt, ein bisschen dümmer sind als ihr. Ist ja klar. Schön, dass ihr klatscht, aber es ist tatsächlich so. Man hört jedes Jahr wieder irgendeinen Arbeitgeberpräsidenten sagen, dass der neue Jahrgang der Azubis also jetzt echt doof ist. Und das Tolle daran ist, man ist ja dann auf der anderen Seite. Das fühlt sich super an, indem man einfach sagt, ja, diese jungen Leute können sich nicht mehr so gut konzentrieren wie wir damals. Wir, ihr erinnert euch, sind ja voll gerne in die Schule gegangen, haben ja freiwillig Vokabeln gelernt und waren die Schlausten. Man verklärt im Rückblick seine eigene Vergangenheit und das führt dazu, dass die Menschen, die heute in die Schule gehen, irgendwie nicht das Gefühl haben, dass wir denen zutrauen, Probleme zu lösen. Dass sie nicht das Gefühl haben, dass Zukunft ein gestaltbarer Ort ist, sondern dass sie das Gefühl haben, irgendwie war die beste Zeit die 90er. So, in diesem Ding leben wir ja alle, weil wir da sozialisiert wurden. Ja? Ich verrate euch ein Geheimnis, es kommt nach Oasis noch andere Musik. Trotzdem glauben alle Leute, das sei das Ende der Musik gewesen. Um auf neue Ideen zu kommen, sollte man seiner eigenen Wahrheit mit einem Schulterzucken begegnen. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, immer zu glauben, alles schon zu wissen. Und ich illustriere euch das an dem Beispiel mit der Frisbee-Scheibe. Da haben wir angefangen. Ich habe im Netz einen Film gefunden, vielleicht habt ihr den mal gesehen. Der ist so vor 4 Jahren, 5 Jahren viral gegangen. Ich habe für die SZ mal über Internet-Memes geblockt. Und da habe ich den immer und immer wieder gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, den muss ich unbedingt mitbringen und euch zeigen. Ich bin sehr froh, dass Menschen anwesend sind, die offenbar schon mal Frisbee gespielt haben. Diese beiden Typen, ich mag die sehr, ich zeige die sehr gerne, weil ich etwas festgestellt habe, als ich mir die angeguckt habe, das sind wir. Diese beiden Leute sind wir im Umgang mit dem Internet.
Wir gehen auf Konferenzen und lassen uns dann von Leuten sagen, die so Frisbee spielen, für 2.500 Euro Tagessatz, wie man gut Frisbee spielt, nämlich so. Und dann geht man raus und erzählt das seinen Kollegen. Ich halte das für sehr schwierig. Wenn wir diese Metapher nehmen, dann gibt es in der Perspektive, wenn die Frisbee das Internet ist, gibt es drei Muster eigentlich darauf zu reagieren. Es gibt die Leute, die sagen, auf gar keinen Fall Frisbee spielen. Euer Gehirn schrumpft, ihr könnt euch nicht mehr so gut konzentrieren, es entsteht Frisbee-Demenz und alle Leute kaufen das dann auch als Sachbuch und alle sind irgendwie der Meinung, huiuiui, ganz schön gefährlich mit dem Internet und diese Frisbees. Dann gibt es die Leute, die wollen so iPad-Klassen für alle, Hauptsache wir haben eine Frisbee-Scheibe. In der Agentur total gerne genommen, mal 2 Wochen in Silicon Valley fahren, unrasiert wiederkommen und allen erzählen, dass man jetzt weiß, wie das Internet funktioniert. Und dass wir hier überall Augmented Reality Brillen brauchen und dann wird der Umsatz durch die Decke gehen. Und dann gibt es Leute, und ich finde die gar nicht unsympathisch, die so wie diese beiden Typen diese Frisbee-Scheibe wie einen Ball verwenden. Die erstmal das, was sie können, versuchen zu übertragen. Also einen Prozess zu übertragen. Die Süddeutsche Zeitung kann man auf Papier lesen, man kann die jetzt in einer App lesen. Das ist noch nicht der Gipfel der Digitalisierung, da bin ich mir ganz sicher, aber es ist der erste Schritt, um das Produkt digital anzupassen. Und ich glaube, der große Fehler ist nur zu behaupten, man hätte damit das Ende der Erkenntnis erreicht. Das ist erstmal der Anfang. Wir fangen an, das auszuprobieren und fangen dann an, und das ist der Begriff, den ich mit euch teilen will, kulturpragmatisch damit umzugehen. Wir fangen an, damit umzugehen, dass wir mit Trial and Error Sachen lernen. Dass wir erstmal uns hinstellen müssen und doof werfen müssen. Ich habe mir das mal angeguckt, es gibt etwa 70 Arten, auf die ihr eine Frisbee-Scheibe werfen könnt. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, die ihr im Kopf habt. Am Ende macht es etwas mehr Spaß, wenn sie so aerodynamisch fliegt und nicht immer sofort ins Wasser fällt, ist schon klar. Aber ihr könnt die so über den Kopf werfen, es gibt 1000 Wege dafür. Der tolle Autor Tim Harford nennt es den Gottkomplex, dass wir das, was wir für uns selber einmal erfunden haben, für den richtigen Weg halten. Ich glaube, die Grundperspektive ist, dass wir Leben als Versuch und Irrtum verstehen müssen. Und das bedeutet, dass wir Irrtum in den Mittelpunkt stellen, nicht einfach nur das Ausprobieren. Von Karl Popper gibt es das schöne Zitat, das ist so eine Essaysammlung, alles Leben ist Problemlösen. Wenn man mit der Haltung auf das Neue zugeht, hat man eine ganz andere Perspektive, als wenn man denkt, ich weiß, wie alles funktioniert. Diesen Gottkomplex abzuschaffen, ist, glaube ich, das wichtigste Ziel dessen, was ich in dem Shruggy sehe. Und ich würde euch raten, so oft wie möglich mit diesem Schulterzucken auf Dinge zu schauen. So oft wie möglich Wahrheiten in Frage zu stellen und den Verdacht zuzulassen, dass das Gegenteil richtig sein kann. Denn meiner Meinung nach werden wir nur dann dazu lernen, wenn wir bereit sind, Dinge erst zu verstehen oder zumindest den Versuch zu machen, sie zu verstehen und dann zu erklären, wie wir sie finden. Es ist der technologischen Entwicklung vergleichsweise egal, ob ihr die gut oder schlecht findet. Sie wird sich davon nicht aufhalten lassen. Wir können aber versuchen, sie mitzugestalten, wenn wir uns einlassen darauf, dass neue Entwicklungen Verstörung in sich tragen. Ich kann das nicht sofort verstehen und es ist auch kein Problem, dass ich es nicht sofort verstehe. Ich muss bereit sein, mich verstören zu lassen, ich muss bereit sein, Fehler zu machen, in einem Sinne, den ich als strategisches Scheitern bezeichnen würde. Kevin Kelly hat mal gesagt, machen Sie jeden Tag einen Fehler, aber jeden Tag einen neuen. Und diese Grundperspektive von strategischem Scheitern trägt das in sich, was ich Kulturpragmatismus nennen würde. Damit ihr jetzt zum Abschluss in die Pause 5 Dinge habt, die ihr mitnehmen könnt. So ein Vortrag ist ja dann sozusagen besonders gut handelbar, wenn man sagen kann, ah ja, der hat aber das gesagt, habe ich euch 5 Ratschläge mitgebracht, die der Shruggy euch mitgeben würde. Der erste ist, ich glaube, wir müssen ratloser werden. Das Buch, das ich geschrieben habe, hieß mal im Untertitel Ein Ratgeber zur Ratlosigkeit. Ich glaube, dass wir Ratlosigkeit zulassen müssen. Und das möchte ich mit einem Zitat von Vince Ebert begründen. Der hat mal gesagt, komplexe Systeme haben keinen Masterplan. Viele von uns sehen das als Nachteil. Doch in Wirklichkeit ist es ganz toll. Denn wenn wir nicht mehr daran glauben, dass es den einen Masterplan gibt, können wir vielleicht aufhören, ihn zu suchen. Das ist eine Grundperspektive, dass wir immer denken, es sei wahnsinnig wichtig, dass jemand einen Masterplan hat. Horst Seehofer hat vor 2 Jahren den Masterplan Migration veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ihr da dabei wart. Ich musste da sehr lachen, also gar nicht wegen des Inhalts, den hat man nämlich auch gar nicht gesehen am Anfang. Der hat erstmal nur gesagt, er hat jetzt den Masterplan, dann gab es aber den Inhalt noch nicht. Und Menschen haben sich aber gedacht, boah, voll gut, da bin ich jetzt beruhigt. Unser Innenminister hat den Masterplan für eins der großen Probleme der Welt. Ich bin sofort beunruhigt gewesen, weil Menschen, die von irgendwas behaupten, den Masterplan zu haben, die machen mir Angst. In der gesellschaftlichen Kommunikation ist aber so, dass man sagt, ja, ja, super, den wähle ich. Und wenn der dann auch noch sagt, das macht er schon seit 20 Jahren so,
dann ist es in der gesellschaftlichen Kommunikation immer noch besonders gut. Dass man sagt, ja, ja, das sagt unsere Partei schon seit 20 Jahren, das Internet müsste so und so sein. Wenn jemand seit 20 Jahren etwas über das Internet sagt, ist es etwa so, als würde er jetzt wieder damit versuchen, im App Store einen Download zu generieren. Das könnt ihr ja mal versuchen. Irgendeine Idee in den App Store zu stellen, die sich 20 Jahre lang gar nicht verändert hat. Bei Apps ist sofort klar, dass es nicht funktioniert. Bei Meinungen, also, dann ist es so wie Wein. Das ist bestimmt gut, wenn die 20 Jahre lang irgendwo gelegen hat und sich nicht verändert hat. Nein, es ist nicht. Die Idee von Meinungen ist, dass sie sich verändern können. Der große Zauber von Meinungen ist, dass wir sie anpassen dürfen. Wie kann man das üben? Ihr geht morgen wieder in eure Agentur oder in euren Arbeitsplatz und ihr solltet etwas üben, was man Vujadé nennt. Kennt ihr das? Ein Vujadé ist das einfach nur das Gegenteil von einem Déjà-vu. In einem Déjà-vu, kennt ihr, ihr fahrt irgendwo in Urlaub und dann sitzt da am Pool auf einmal der blöde Kollege aus der anderen Abteilung. Man erkennt in einer fremden Umgebung etwas Bekanntes. Meistens ist es tatsächlich nicht der blöde Kollege. Ihr kennt es. Diese Grundfähigkeit umgedreht heißt, Neues im Bekannten zu entdecken. Innovation ist nicht, dass man in einen total coolen Ort in Silicon Valley fährt, wiederkommt und eine neue Idee hat, sondern dass man in der Lage ist, in den immer gleichen Zusammenhängen was Neues zu entdecken. Mit den immer gleichen doofen Kollegen auf eine neue Idee zu kommen. In dem immer gleichen täglichen Trott doch noch was Neues zu entdecken. Diese Fähigkeit kann man trainieren, indem man sich selber erlaubt, seine Meinung zu ändern. Dritter Punkt, lasst das Gegenteil zu. Das ganz große Privileg der Demokratie ist, dass ihr eure Meinung ändern dürft. Wir denken immer, Demokratie basiert darauf, dass man Meinungsfreiheit hat und jeder darf seine Meinung laut sagen. Ihr dürft auch in der Türkei eure Meinung laut sagen, wenn sie zufällig die Meinung von Erdogan ist. Das ist überhaupt kein Problem. Der besondere Zauber einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung besteht darin, dass ihr sagen dürft, morgen habe ich eine andere Meinung, weil ich heute was gelernt habe. Das Ändern von Meinungen ist das große Privileg, das wir haben. Und ihr könnt euch ja mal fragen, wann ihr dieses Privileg das letzte Mal genutzt habt. Die Fähigkeit, die man dafür braucht, nennt man Ambiguitätstoleranz. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ist das Aushalten davon, dass es Widersprüchlichkeiten gibt. Es gibt keine einfache Antwort auf das Problem, sollte Großbritannien in der EU sein, ja oder nein. Also ich bin der Meinung, sie sollten in der EU sein, aber das ist jetzt deswegen noch nicht die richtige Antwort, weil es gibt Leute, die sind der gegenteiligen Meinung. Vielleicht gibt es Situationen, in denen beide Seiten recht haben könnten. Diese Fähigkeit zuzulassen, heißt vor allen Dingen, dass man aufhört, Recht zu haben. Recht zu haben alleine ist noch keine Fähigkeit. Letzter Punkt, ich glaube, dass die zentrale Fähigkeit, die man lernen kann, ist Hoffnung zu haben. Hoffnung darauf, dass es morgen besser ist, als es gestern war. Und westliche Gesellschaften neigen gerade dazu, genau das Gegenteil zu machen. Ich habe das gerade im Spaß in den 90ern und Oasis gesagt. Es gibt ganze Bewegungen, die das ernst meinen und sagen, wir müssen zurück in die D-Mark. Wir müssen uns zurück in unserem nationalen Kontext abschatten, weil in den 90er Jahren war es doch alles viel besser. Nein, war es nicht. Im Rückblick neigen wir dazu, Sachen zu verklären, weil wir glauben, damals sei es einfacher gewesen. Aber wir denken in jeder Situation, dass es gerade kompliziert ist. In den 70er Jahren hat niemand gesagt, oh, heute ist ja einfach mit RAF-Terrorismus und Ölkrise. Zum Glück muss ich nicht 2019 leben, die werden erstmal Probleme haben. Probleme sind immer dann, wenn sie auftauchen, am schlimmsten. Und die Perspektive, die ihr lernen könnt, kann man in einem ganz, ganz tollen Buch von Rebecca Solnit nachlesen. Rebecca Solnit ist die Frau, die das tolle Buch geschrieben hat, wenn Männer mir die Welt erklären. Ist immer so ein bisschen absurd, wenn ich das sage von so einer Bühne runter. Kauft euch bitte unbedingt dieses Buch. In diesem Buch gibt es auch ein Kapitel über Hoffnung. Und sie hat mal gesagt, Hoffnung ist die Umarmung des Unbekannten und dessen, was man nicht wissen kann. Hoffnung ist die Alternative zu der Gewissheit, die Optimisten und Pessimisten gleichermaßen ausdrücken. Und diese Gewissheit ist am Ende nur die Entschuldigung dafür, nicht selber aktiv zu werden. Die Grundperspektive, die ich euch gerne mitgeben möchte, ist, es spielt eine Rolle, ob und wie ihr euch beteiligt. Lasst euch nicht einreden, dass der digitale Wandel doch eh vorbei ist und es gar keinen Sinn mehr macht, irgendwas zu tun. Leute, die euch das sagen, tun das doch nur aus einem Grund, um dann einfach das tun zu können, was sie tun wollen, weil von euch geht ja keine Gefahr mehr aus. Von euch wird ja nicht mehr ausgehen, dass ihr euch irgendwie noch beteiligt. Ihr habt ja gefressen, dass ihr nichts tun könnt. Und das könnt ihr aus beiden Perspektiven sehen, von Optimisten wie von Pessimisten. Also, geht raus, spielt Frisbee und nehmt einen Ratschlag mit, den William James mal formuliert hat. Und zwar im 19. Jahrhundert. Der hat mal gesagt, tue jeden Tag eine Sache, die du hast.
Die größte Revolution unserer Zeit dürfte die Entdeckung gewesen sein, dass die Menschen durch die Änderung ihrer Geisteshaltung auch die äußeren Umstände des Lebens ändern können. Und dafür sollte jede und jeder von euch jeden Tag zwei Dinge tun, die sie oder er hasst. Das ist der Ratschlag, den ich euch mitgeben will. Ich habe das schon mal auf einer Konferenz gesagt und dann kam nachher jemand zu mir und hat gesagt, ja, das ist ja eine total lustige Idee, mit den zwei Dingen zu tun, die man hasst. Ich finde es aber ein bisschen unfair, weil Aufstehen ist ja schon eine Sache, die ich hasse. Und dann habe ich gesagt, gut, fair enough, das ist ein, finde ich, gutes Argument. Deswegen ist vielleicht der Ratschlag, den ich euch mitgebe, tut nach dem Aufstehen jeden Tag eine Sache, die ihr hasst. Vielen Dank.